Hallo zusammen, ich bin Fabian und ich war letzte Woche auf der Amaze in Berlin, einem Indie-Game-Festival, auf dem ich so einige Perlen angespielt habe, von denen viele vielleicht noch nichts gehört haben. Und hier dachte ich mir, mache ich mal so ein kleines Überblick-Video, in dem ich ein paar davon vorstelle. Kleines Vorab dazu, ich habe all diese Spiele anspielen können, habe aber teilweise nur Videomaterial von Trailern. Diese Spiele sind teilweise noch in einem sehr frühen Stadium, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sie definitiv einen Blick wert sind, weil sie in irgendeiner Form was Besonderes machen, was ich so bei Spielen nur selten erlebe. Und hiermit ab zum ersten Spiel. Und anfangen möchte ich mit Nowhere Prophet von Sharkbomb Studios. Das ist das einzige von den Spielen, die ich hier vorstelle, das ihr tatsächlich schon kaufen könnt. Das ist zwar noch nicht offiziell erschienen, aber auf der Seite itch.io kann man schon eine Art Early Access Version davon erwerben. Und hierbei handelt es sich um eine Mischung aus einem Roguelike und einem Kartenspiel. Das an sich klingt jetzt vielleicht noch nicht so interessant, da Steam ja bekanntermaßen überschwemmt ist mit Roguelikes und digitalen Kartenspielen. Nowhere Prophet kombiniert das alles allerdings zu einem sehr, sehr interessanten Konzept. Man kann dem Kartenspielteil des Spiels definitiv anmerken, dass es seine Inspiration an den Großen des Genres hat. Einem Magic the Gathering oder einem Hearthstone. Man hat Kreaturen, man hat Spells. Aber es macht noch so ein bisschen seine eigenen Twists. Zum einen hat man verschiedene Decks. Man hat zum Beispiel das Deck der Follower, man hat das Deck des Leaders, den man selber spielt. Es ist ein permanenter Effekt zu haben, denn wenn man in Kämpfen Schaden nimmt oder wenn die Kreaturen, die man spielt, in Kämpfen Schaden nehmen, dann ist das nichts, was man im nächsten Match einfach vergessen kann. Die Lebenspunkte deiner Hauptfigur sind permanent. Man hat zwischendurch die Möglichkeit zu rasten, indem man aber auch Ressourcen dafür verbrauchen muss. Und auch die Follower, die man hat, nehmen permanenten Schaden. Auch den kann man zwar wieder regenerieren, aber man hat auf jeden Fall erstmal einen persistenten Effekt. Und da kommen wir so ein bisschen rüber zum Roguelike-Element von Nowhere Prophet. Denn wir bewegen uns über eine Karte. Denn das Spiel ist so ein bisschen angelehnt an Dinge wie vielleicht den Faster Than Light, wo man ein großes Ziel erreichen muss, sich aber auf dem Weg dorthin entscheiden kann, hey, wie gehe ich vor, nehme ich vielleicht den gefährlichen Weg, der ein bisschen mehr Ressourcen kostet, aber auch eine größere Belohnung verspricht, oder will ich lieber auf Nummer sicher gehen? Man hat viele Events, die man bestreiten kann auf dem Weg dahin, viele Entscheidungen, und alles, was man tut währenddessen, hat seine Konsequenzen. Die einzelnen Karten, die man zur Verfügung hat, die Kreaturen, die man spielt, denen kann man auch Namen geben. Das heißt, da ist eine gewisse Bindung, die man normalerweise in Kartenspielen nie zu seinen Figuren hat. Und so wachsen einen Leute auch ans Herz. Und auf einmal ist all das, was man normalerweise in einem Magic oder einem Hearthstone als wegwerfbare Güter empfindet oder als Sachen, die man opfern kann, um sich selbst zu beschützen, eben nicht mehr so ganz einfach wegzudenken. Und man überlegt sich halt, nehme ich vielleicht als Anführer doch ein bisschen Schaden, um diese geliebte Figur vor dem Tod zu retten. Und das, finde ich, ist ein interessanter Twist, der Nowhere Prophet unglaublich interessant macht. Dazu, man sieht es ja auf dem Bild schon, das Ganze weist einen fantastischen Artstyle auf, der auf jeden Fall seinesgleichen sucht. Wir haben hier nicht so den Standard Mad Max oder Sci-Fi Look, sondern obwohl es ein Science-Fiction-Spiel in der Wüstenwelt ist, ist es farbenprächtig. Und alles ist wie aus einem Guss. Und wo wir gerade schon von Wüsten und Science Fiction gesprochen haben, nehme ich das mal als perfekte Überleitung für das nächste Spiel. Und zwar Death Trash vom Entwickler Tailcrafter. Hier muss ich dazu sagen, dass ich diesem Entwickler schon seit einer ganzen Weile auf den sozialen Medien folge. Denn Death Trash hat im Grunde genommen mehrere Sachen, die mich sofort auf ein Projekt aufmerksam machen. Zum einen hat es wunderschönes Pixel-Art und ich bin immer jemand, der es sehr liebt, wenn ein Entwickler es schafft, mit sehr, sehr minimalistischen Mitteln wunderschöne Kunst und wunderschöne Screens zu schaffen. Und so bin ich auch als erstes darauf aufmerksam geworden, denn der Entwickler postet regelmäßig Screenshots und GIFs auf Twitter. Und ich persönlich kann an diesen Bildern einfach nicht vorbeikaufen. Denn wenn wir irgendwelche riesengroßen fleischigen Monster haben, irgendwelche Zusammenschnitte aus Mensch, Maschine und riesengroßen Fleischberg, dann spricht das irgendwas tief in mir an. Meine Liebe für kosmischen Horror und postapokalyptische Welten. Und das Ganze ist zusammengefasst in einem, ja, ich würde es ein Action-Rollenspiel nennen. Wir haben hier schon Talentbäume, wir haben sehr, sehr flottes Gameplay, alles ist top-down und spielt sich schon
echt zackig. Das Spiel ist noch ziemlich weit von der Fertigstellung entfernt. Keiner weiß so genau, wie weit denn überhaupt, aber man merkt, dass das alles schon noch ein bisschen rau ist. Aber selbst in diesem rauen Zustand spielt sich das Ganze schon echt fantastisch. Und zusammengehalten wird das von einem absolut herrlichen Writing. Das ist absurd, das ist komisch. Und wenn man bedenkt, dass das hier alles von einer Person geschaffen wird, die es schafft, irgendwie ein cooles Gameplay zu schaffen und dazu auch noch witzige Texte und Dialoge zu machen. Man kann hier als absolut psychopathischer Raider durch die Wastelands ziehen, man kann aber auch versuchen, einfach nett zu sein und für einen riesengroßen Fleischkraken einen Freund in der Wildnis suchen. Absolut herrlich. Und ich kann jedem nur empfehlen, dem Tailcrafter auf Twitter zu folgen, denn da gibt's immer wieder kleine nette Absurdigkeiten aus dem Spiel zu sehen. Und damit ich nicht nur von düsteren, dystopischen Science-Fiction-Spielen spreche, möchte ich hier mal was Nettes und Niedliches einwerfen, mit dem ich auch unglaublich viel Spaß hatte. Und zwar Letters. Wenn man das Spiel in ein Genre stecken müsste, dann hätte man wahrscheinlich Probleme. Denn wenn man es wörtlich nimmt, haben wir hier ein Jump'n'Run zusammengemischt mit einem Text-Adventure. Aber beides haut eigentlich überhaupt nicht hin. Denn Letters macht Sachen sehr, sehr anders, sehr, sehr neu. Ich habe noch nichts gesehen, was auch nur ansatzweise dahin kommt. Warum nenne ich es einen Jump'n'Run? Ganz einfach. Die Heldin unseres Abenteuers ist ein kleines Mädchen mit einer Brieffreundschaft und sie bewegt sich tatsächlich durch die Zeilen ihrer eigenen Briefe durch. Das Ganze startet auf ihrem eigenen Charakterbildschirm, auf dem sie sich vorstellt, und man benutzt tatsächlich jede einzelne Zeile als Plattform, um sich dadurch zu bewegen. Dann hat es Puzzle-Elemente und, warum ich es ein Text-Adventure nenne, die Puzzle funktionieren allesamt über den Text. Wir haben hier nämlich auch Abbildungen innerhalb der Briefe und man muss sich einzelne Wörter herausgreifen aus den Briefen oder Wörter auch zerstückeln, wenn es sich um zusammengesetztes Wort handelt, um wiederum neue Wörter zu formen und diese zu kombinieren mit den einzelnen Figuren, die sonst so auf dem Brief abgebildet sind, um im Level weiterzukommen. Und das Schöne dabei ist, je nachdem, welche Wörter man sich rausgreift, kann man sogar so ein bisschen beeinflussen, wohin die Reise geht. Man kann an einer Stelle zum Beispiel entscheiden, geht es nach Island in den Urlaub oder wollen wir doch lieber in irgendwas Südliches gehen? Man kann dadurch beeinflussen, wie gut man sich mit seiner Schwester versteht. Und all das ist irgendwie super nett gemacht und lädt zum Experimentieren ein. Und ich bin schon wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, was die Entwicklerinnen von dem Spiel noch so alles in petto haben, womit sie mich noch überraschen und wo die Reise der Heldin von Letters hingeht. Aber kommen wir doch mal wieder zurück zu düsterem Science-Fiction. Ihr merkt schon, das ist ein Themengebiet, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar zu Signalis. Ähnlich wie Death Trash ist das ein Spiel, das aus ähnlichen Gründen schon sehr, sehr lange bei mir auf der Liste steht von Spielen, die ich unbedingt mal anspielen möchte. Auch hier haben wir wieder absolut großartiges Pixelart, allerdings in einem deutlich düsteren Stil. Es erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Horrorklassiker, die ich absolut liebe, wie zum Beispiel Alien oder Event Horizon. Das alles hat einen unglaublich minimalistischen Stil. Die Technik in dem Spiel ist sehr, sehr rudimentär, so ein bisschen wie man sich in den 80ern vielleicht die Zukunft vorgestellt hat, mit großen Bildschirmen, großen, eindeutigen Knöpfen. Alles macht einen sehr pragmatischen Eindruck und die Protagonistin von Signalis wacht am Anfang in einer Kapsel auf und weiß erstmal wenig, was passiert ist. Genauso wie der Spieler erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was ist hier überhaupt los. Und da erinnert es mich wieder an andere Horrorklassiker, wie zum Beispiel Dead Space oder Resident Evil. Man kommt in eine Situation, von der man nicht weiß, was man davon halten soll. Man weiß nicht, wie groß ist die Gefahr, in der man schwebt. Und das Spiel gibt so ganz langsam Informationen preis, was sehr, sehr schön zu diesem schaurigen Unterton passt. Dazu kommt ein leichter Anime-Einfluss. Man sieht es vielleicht in den Zwischensequenzen schon, dass die Figuren, wenn man nah an ihnen dran ist, so einen leichten Anime-Look haben. Es wird japanische Schrift verwendet, ohne dabei aber in absolute Anime-Klischees abzurutschen. Das Ganze wird unterstützt von einem sehr, sehr Lo-Fi-Grafikstil. Hier, wenn das Spiel so ein bisschen mehr rausgezoomt ist, erinnert mich tatsächlich an alte Adventure wie Alone in the Dark zum Beispiel, wo eine 3D-animierte Figur durch einen 2D-Raum läuft. Vielleicht auch frühe Resident Evils wieder zu erwähnen. Und sobald man ein bisschen näher rankommt, in so eine 3D-Ansicht geht, ist es so ein bisschen Quake, weil alles sehr, sehr low-poly ist, alles ist sehr, sehr verpixelt, aber es wirkt unglaublich gut. Die Entwickler haben es irgendwie geschafft,
mit sehr wenigen Details sehr viel auszusagen. Spielerisch ist das Ganze sehr, sehr adventure-lastig und zwingt den Spieler auf jeden Fall ordentlich mitzudenken. Also hier kommen auf jeden Fall Leute auf die Kosten, die halt auf diesen Oldschool-Charme stehen. Gerne selber mitdenken, gerne sich in Rätsel vertiefen. Das Spiel ist auch noch sehr, sehr früh, also daran kann sich auch noch eine ganze Menge ändern. Aber ich habe hier auch schon einen extrem guten Ersteindruck bekommen, sodass es sich definitiv lohnt, den beiden Entwicklern weiterhin zu folgen. Und zum Schluss noch was Albernes. Mögt ihr Stealth Games? Habt ihr schon mal ein Stealth Game gespielt, in dem ihr eine Gans spielt? Haha, das ist The Untitled Goose Game von Househouse. Ich habe mich herrlich amüsiert, das zu spielen. Hierfür habe ich Ende 2017 zum ersten Mal einen Trailer gesehen und war sofort sehr interessiert. Denn wie viele Spiele, die ich interessant finde, machen sie Dinge anders. Denn hier spielen wir als Protagonist eine Gans und diese Gans ist ein absolutes Arschloch, wie alle Gänse eigentlich. Und unsere Aufgabe zumindest hier in der Demo war, erstmal einen Gärtner zu terrorisieren auf die fantasievollste Art und Weise. Erstmal Steuerung. Das ist nämlich super wichtig, denn um sich wirklich als Gans zu fühlen, haben wir sofort einen Quark-Button und wir haben einen Button, womit wir durch die Gegend rennen können und unsere Flügel ausbreiten können. Damit hat der Entwickler auf jeden Fall schon mal gesichert, dass ich mich 1A wie eine Gans fühle. Und der Rest sind interessante Mischungen aus Puzzle und Stealth-Gameplay. Wir bekommen in einem kleinen Brief Aufgaben gestellt, was wir mit dem Gärtner so alles anstellen wollen. Angefangen damit, dass wir uns Zugriff zum Garten beschaffen müssen. Und dort müssen wir dann allerlei Schabernack anstellen, wie zum Beispiel den Gärtner nass machen, ihm seine Mütze und seine Schaufel klauen, ihm Essen zu klauen, um ein Picknick zu veranstalten und allerlei möglichen anderen Quatsch. Und das ist einfach nur großartig. Es macht herrlichen Spaß. Das Spielsystem an sich vom Gameplay ist vielleicht nicht neu, aber dieses Setting macht das Ganze sowas von urkomisch, dass ich gar nicht warten kann, was dann noch alles an Rätseln und Szenarien auf uns zukommen. Was man im Trailer sieht, was ich leider nicht selber anspielen konnte, ist, dass es scheinbar auch einen Koop-Modus geben wird. Denn da sieht man kurz, wie zwei Gänse auf den armen Gärtner zurennen und ich kann gar nicht abwarten, tatsächlich mit meiner Freundin zusammen die Nachbarschaft zu terrorisieren als kleine weiße gefiederte Monster. Und damit war's das mit meinen persönlichen 5 Lieblingstiteln der Amaze von 2018. Unten in der Beschreibung zu diesem Video findet ihr Links zu allen von mir hier vorgestellten Projekten. Also wenn euch was gefallen hat, dann schaut da einfach mal nach. Ansonsten schaut bei uns auch auf der Website vorbei, www.goodgametogo.de. Da findet ihr wie immer alle unsere Videos und Podcasts. Ansonsten sieht man sich hier auf YouTube beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!